Einen wunderschönen, heiseren guten Tag zusammen. Juhu! Ich bin schon jetzt die fünfte Woche erkältet. Es nervt langsam, meine Stimme ist nicht wieder da. Also wundert euch nicht darüber, dass ich ein bisschen komisch klinge. Meine Coolbox ist angekommen und ich wollte trotzdem mit euch reingucken. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir doch mal das erste. Räucherforellensalat mit Paprika, Kartoffeln und Ei. Ja, ich finde, das klingt doch schon mal recht lecker. Bin ich mal gespannt drauf. Oh, ist auch schön kalt noch. Richtig schön kalt hier drin in der Box. Hier haben wir gleich noch einen Salat. Eiersalat mit Senf. Ich mag Eiersalat. Daher, das passt auch. Hier haben wir, was ist das denn? Bio-Halloumi? Ach, Grillkäse aus Zypern. Okay. Auch als Pfannenkäse geeignet. Na, da bin ich mal gespannt, ob mir der schmeckt. Hier haben wir richtige Päckchen eingepackt. Kirschgrütze, ja, Kirschgrütze geht immer. Das ist doch schon mal schön. Ein leckerer kleiner Nachtisch. Oh, Bio-Cappuccino, ich glaube, den trinke ich gleich. Oh, der ist auch schön kalt noch. Ich glaube, den werde ich gleich mir nach dem Video zur Gemüte führen. Ich wollte eh gerade noch frühstücken. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt heute. So, was haben wir hier? Mit einer Hand auspacken ist immer ein bisschen blöd. Weiße Mousse au Chocolat. Mmh, mit Rum. Okay, nichts für die Kinder. Das nehme dann ich zu mir. Ja, enthält Alkohol, steht sogar drauf. Ha, Ayran, ja gut. Habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht wirklich mit zu tun gehabt. Ich werde es einfach mal probieren. Warum nicht? Immer mal was Neues. Yakult. Yakult kenne ich. Ja, warum nicht? Kann man mal wieder trinken. Schon ein bisschen her, dass ich das mal hatte. Noch ein Grillgenuss. Diesmal Kräuter. 100% pflanzlich, ein veganer Grillkäse. Für mich muss Käse nicht vegan sein. Hirtengenuss, auch wieder 100% pflanzlich. Ja, Natur, vegan. Wie gesagt, muss für mich nicht vegan sein. Ich fahre da nicht so drauf ab. Frische Spätzle, schon wieder vegan. Ich brauche den veganen Kram nicht. Wie gesagt, ich will den auch gar nicht unbedingt. Ich habe nichts dagegen, wenn es ab und an vegan ist. Aber Spätzle, Eierspätzle habe ich nichts dagegen. Ich mache Eier. Sowieso jetzt Ostern. Oh, das ist lecker. Die Salami ist richtig lecker. Die kenne ich natürlich. Ist die Lieblingssalami meines Mannes. Und was haben wir hier noch? Flammkuchenteig. Ja, den kann man immer gebrauchen. Den kenne ich doch, glaube ich, sogar schon. Ich glaube, den hatte ich sogar mal. Und der war nicht schlecht. Ich entsinne mich da mit guten Erinnerungen. Doch, ja, ich glaube, der war lecker. Also, wir haben Flammkuchenteig. Wir haben Salami. Wir haben veganen Hirtengenuss, veganen Grillkäsegenuss, alkoholhaltige weiße Mousse au Chocolat, Ayran, vegane Spätzle, Kirschgrütze, Bio-Cappuccino, Eiersalat, Räucherforellensalat, Halloumi und Yakult. Das ist die ganze Box. Ja, sehr abwechslungsreich, ein bisschen veganlastig. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, mit allem was anfangen können. Doch ja, so den Grillkäse mit einem schönen Salat. Kann ich mir gut vorstellen. Den Hirtengenuss. Vielleicht auch in Salat schnippeln. Den Rest aufs Brot teilweise. Ja, mit den Spätzle werde ich auch gut was anfangen können. Egal, ob die jetzt vegan sind oder nicht. Da werde ich mir schon eine schöne Soße zu einfallen lassen. Vielleicht eine schöne Jägersoße oder so mit einem Schnitzel dazu. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Muss ja nicht vegan bleiben, die Mahlzeit. So, wie hat euch die Box gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns sogar schon bald beim nächsten Video. Tschüss!